Der europäische Aal ist für mich der faszinierendste Fisch, den es gibt. Denn erst seit kurzem weiß man mehr über das super komplexe Fortpflanzungsverhalten dieser Fische. Denn als sogenannten Katadrom-Wanderfisch zieht es den Aal aus dem Süßwasser heraus ins Salzwasser zum Laichen. Dabei kann der Aal auch ganz easy mal mehrere Stunden oder sogar Tage an Land überleben. Atmen tut der Aal bei einem Landgang dann über seine Haut, doch das ist noch nicht genug. Denn nach dieser 12 bis 18 monatigen langen Wanderung bis in die Sargassosee pflanzt sich der Aal dann auf 1400 Meter Wassertiefe fort und stirbt. Und diesen Fisch habe ich noch nie live gesehen, geschweige denn gefangen. Deswegen war ich super happy über die Einladung von Zuschauer Ben, der meinte, ich habe da ein richtig cooles Gewässer, da fangen wir gerade Aale. Also direkt meine Sachen gepackt und hingefahren. Es ist Zeit für eine Premiere auf diesem YouTube-Kanal. Ich habe mich noch nie Ansitzangeln gemacht oder noch nie ein Video zum Ansitzangeln und erst recht nicht zum Aalangeln. Ich war nämlich noch nie Aalangeln. Und ihr habt es schon im Thumbnail und im Titel gesehen, heute geht es auf Aal, mein hoffentlich allerersten Aal. Erik ist mit dabei und wir haben uns auch einen Spezialisten hier mit an die Seite geholt. Wir schauen jetzt mal, dass wir dem Ben Hallo sagen, der hat uns an seinem Gewässer eingeladen. Von daher gehen wir dem mal erstmal besuchen. Na, freut mich. Hi. So, das ist der Ben. Der bringt uns heute hier zum Aal, zum allerersten, habe ich gehört. Na, wir versuchen's. Dein Kumpel ist auch mit dabei, sehe ich. So Leute, mit dem schönen Boot fahren wir jetzt zum berüchtigten Aalspot, wo wir hoffentlich den allerersten Aal fangen. Also, Boot beladen und dann ab. Zum Aal. Erik hat hier das allerfeinste, neueste japanische JDM-Tackle dabei. Erik, kurz zur Kombo. Ja, das ist aus einem Material, was sonst eigentlich kaum verwendet wird, so Glasfaser. Glasfaser? Genau. Da kennen vielleicht viele so von Internetleitungen oder so. Ich meine, wenn eine Route aus dem Material gebaut ist, aus dem Internet kommt. Die neue Telekom-Route, ja? Na genau, genau. Guck mal, die hat extra hier so ganz leichte Ringe ohne Einlagen. Also die hat keine. Boah. Ja, so aus dem Fliegenfischerbereich extra eingebaut. Das ist halt so ein relativ robustes Material, was ja auch noch viel weicher ist als so eine Einlage bei normalen. Hier die letzten sind auch ganz besonders, die schiebt man einfach dann nur noch hier so rauf. Ist einfach irgendwo fixiert. Genau. Da kann man die auch so drehen in verschiedene Richtungen und so, damit die Aktion noch besser ist. Wäre interessant. Also ich meinte vorhin schon zu Erik, wir dürfen die ganze Aalangelnummer nicht verarschen hier als Raubfischangelkanal. Sonst machen wir uns so viele Feinde. Nee, aber die Route... Ist auf jeden Fall eine Challenge, damit was zu fangen. Ach Leute, ist das ein Service hier. Einfach schön zum Top-Aal-Spot geguided werden. Ich muss sagen, jetzt habe ich schon richtig Bock auf meinen ersten Aal. Oder Erik? Du wirst überrascht sein. Geil. Cheers. Geil. Auf einen guten Abend. Leute, Grill haben wir auch dabei. Grill, geiles Grillzeug. Also jetzt erstmal gleich die Routen auslegen. Da machen wir einen richtig schönen Ansitz. Hammer. So Leute, sind jetzt am Spot angekommen. Der Ben holt jetzt noch schnell den Roben. Ich muss ehrlich sagen, dieser Aalspot macht mir jetzt schon richtig Bock auf Ansitzangeln. Also wir haben hier eine perfekte Area, wo wir jetzt die Klappstühle aufstellen und aufbauen werden. Einen kleinen Grill aufbauen. Dann können wir hier zwei Routen auslegen. Und hier nach rechts zwei Routen. Hier geht anscheinend diese Kante lang. Und besser könnte es eigentlich nicht sein, oder? Zum Ansitzangeln. Traumhaft. Ist wirklich ein Traum. Und einfach in Berlin hier, in Natur. Mitten in Berlin, so eine Natur. Wenn wir jetzt noch einen Fisch fangen, kriegen wir hin, sagt er. Perfekt. Hier wird schön gerickt. Köfi. Zeig mal, Erik, wie machst du das? Also, mein Lieblingsstück vom Köfi ist eigentlich immer hier so der Schwanzteil, so ungefähr so groß. Dann passt es perfekt ins Aalmaul, weil das hier schön schlank ist, wie so ein Wurm. Der Rest ist halt immer ziemlich hochrückig und ja, sollte eigentlich gut klappen. Also die ersten Routen sind ausgelegt, Bissanzeige auch schon aktiv. Gerade schon ein bisschen was gepiept, wahrscheinlich ein kleiner Barsch oder so. Und währenddessen machen wir jetzt hier schon mal den Grill an. Wir haben nämlich richtig geiles Grillzeug dabei, um uns hier den Ansitzabend auch so schön wie möglich zu gestalten. Jetzt gibt es erstmal was zu beißen. Also Leute, wir haben gerade den ersten Biss. Oh, ihr seht es selbst, es piept. Okay, anhauen, ja. Einfach, ja. Nein, einfach anhauen. Oh ja, da ist was. Das ist ein Aal. Ist ein Baum. Es war 100% ein Aal. Ich habe noch nie ein Aal gefangen, aber es war ein Aal. Aber vielleicht kurz aufs Boot, oder? Suchen, ja, aber... Aber so wie sich's bewegt hat, würde ich echt, weil es hat ultra gezittert so. Also nicht wie ein Barsch, war auf keinen Fall ein Barsch. Krass, ey! Halbe Stunde am Angeln und ja, wahrscheinlich der erste Aal. Geil, ey. Aber ich glaube, Boot ready machen macht Sinn, oder? Mach mal. So.
Tentakel. Erster Aal, der ist leider nicht mehr dran. Wir haben die Ruder jetzt freigekriegt. Wurm alles noch voll montiert, voll gerickt, aber der Fisch nicht mehr. Auf jeden Fall geile erste Action hier. Ich dachte jetzt echt, das wird der erste Aal für mich sein. Aber guter Anfang, guter Start. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Ich rede Würstchen, Make-up ist Schürzchen, ich bin der Klaus und stehe am Grill. Mit dem Bier in der Kralle, ist ja alles ziemlich ralle. Geil. Chicken ist am Brutzeln. Cheers. Ich hab richtig Bock auf den Abend jetzt. Auf die Aale, oder? Grillen, Bierchen. Zwei Jungs, die alles für einen aufbauen. Erik hat einen Fisch. Was ist das? Die Bachmutsrute. Was ist das? Das ist groß. Ein großer Fisch. Was ist das? Ein Zander. Blei. Der Blei? Nein. Alter. Keine schlechte Sorge. Kein schlechter Brassen. Erster Fisch. Dickes Petri, Erik. Nicht schlecht. Richtig gut. Schon mal ein Schneider. Petri. So, erste schöne Brasse haben wir gerade mal enthakt. Erster Fisch des Tages, aber das ist nicht der Zielfisch. Die darf wieder zurück. Geil, Erik. Entschneidert. Gerade beim Grillen, richtig schön. Petri. Ja, Mann. Nächster Fang. Darf man kontrollieren? Schöne kleine Grundel. Ja, die ist maßig. Heute machen wir die Fischarten-Challenge hier voll. Geil. Kann man gleich als Spinner nehmen. Für Zander meinst du? Ja, oder für Aal. Was ist denn alles? Ja, vielleicht. Oder ein bisschen Kartoffelbrei. Drei, oder? Das ist zwei. September oder so? Hm. Aber dann halt im Februar erst richtig im Winter. Oh, jetzt war. Oh, ist mir die Ente dran. Die Bambusrute. Mhm. Die mach jetzt so. Ey, da war keine Ente dran. Da ist keine Ente weiter. Also, ich ist viel an hier. Da ist eine Ente, Erik. Nein, die siehst du nicht. Ja, aber die, ich sehe doch, wo die Schnur reingeht. Jetzt hat man gerade einen Biss. Erik hat was dran. Und zwar was Besseres. Was ist das? Ist das ein Aal? Das könnte ein Aal sein. Wenn das ein Aal ist, Erik. Das ist komisch, Digga. Was ist das? Das ist ein Aal, oder? Das ist ein Aal. Nein. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Doch, doch, doch. Heb raus, heb raus. Oder Kescher, ja. Wo ist der Kescher? Wo ist der Kescher? Alter, das ist ein schöner Aal, Erik. Wo ist der Kescher? Hier. Okay, okay. Das ist ein guter Aal. Hol ran. Oh ja. Boah, yes! Was das? Ey, boah, das ist ein richtig guter Aal, als ob wie random aus dem Nichts. Richtig guter Aal. Ich meine noch, die Aale haben gar keine Power. Und was für eine Route? Hey, ja. Hammer! Hammer! Guckt euch das an! Auf den DDR-Knüppelstock! Ich hab auf der Straße gefunden, irgendeine DDR-Route ohne. Hammer, ey, komm, den machen wir jetzt mal hier schnell ready. Der sieht nämlich richtig schön aus. Also, den Aal haben wir jetzt gerade weitmännisch erlegt. Messen wir jetzt einmal ganz schnell. Oha! Oha! 65, Erik, Aal-PB oder was? Ja, PB, ja, Mann. Geil, als ob das noch geklappt hat, wie cool, ne? Und der Tag ist noch jung. Der Tag ist noch jung, ey. Den nächsten, den muss ich auf jeden Fall wandeln hier, sonst wird's... Ja, du musst schneller an der Route sein. Ich muss, die hat alle gepennt. Ja, hat er recht. Wirklich schöne Fische. Schmecken natürlich auch super. Der geht natürlich in die Küche. Sehr, sehr schöner Fisch. Nächste Fischart hier. Gerade mal die Routen überprüfen wollen. Ah, der blutet schon, ne? Der muss vielleicht mit in die Fischpfanne, in die Paella. Aber immerhin, Fischart Nummer 4. Ja, okay. Plätze haben wir auch noch. Plätze haben wir noch? Echt? Die hatten wir auch noch. Also 5. Ach, krass, okay. 5 Fischarten schon, krass. Ja, stimmt, wir haben ein paar Plätze gestippt. Stimmt, ganz am Anfang, ja. Hier sehen wir mal, wie das hier gerickt wird von den Profis. Krass, ey, jetzt geht's richtig ab hier. Schlag auf Schlag beim Aalangeln. Jo. Das war jetzt auf deinen Trobena, ne? Das ist das Wichtigste, dass echt ein bisschen was ist. Einfach immer ein Stück von der Hakenspitze frei ist. Und dass hier der Schenkel zu ist. So kannst du es eigentlich schon lassen. Das ist hier ordentlich. Stimmt, das ist ordentlich. Ja. Aktion, ja. So, dann werfen wir den nochmal raus. Ja, perfekt. Ein, zwei Mal kurbeln, dass wir schön dran ist. Und dann. Nein. Ich will keinen Widerstand. Kannst du nicht ausdenken, Digga. Doch, irgendwas hast du, was ist da? Ist eine Muschel. Muscheln. Muschel. Digga, ne. Kannst du auch nichts fangen. Ich kann nichts fangen, hat er gesagt. Nee, dann kannst du auch nichts fangen. Oh, hier.
Rechts, oder? Ja, rechts. Ja, hau an. Hängt, oder? Hängt. Hängt. Oh. Endlich. Yes, mein erster Aal. Komm mal. Oh, geil. Yeah. Yes, Mann. Halb 1 Uhr nachts, nach 4 Stunden Action. Bam, Alter. Wir haben es geschafft. Der erste Aal. Wieder eine Beißphase. Stimmt, auch der kleinste hier aus der ganzen Bucht, aber immerhin. Der erste Aal in meinem Leben. Geil. Ja, super. Krasser Biss aber. Ja, ich dachte erst, ich habe angehauen, weil ich auch mal so oft gesehen hat. Rolle komplett offen, ich hau an. Voll ins Nichts, voll ins Leere. Aber schön gehakt, ganz vorne drin. Sehr schön. Dann fahrt's mit dir mal schnell. Und lassen ihn schnell wieder zurück, der ist eindeutig untermaßig. Mein allererster Aal. Ey, geil. Endlich diesen Fisch von der Bucketlist streichen. Vielen Dank, Jungs, für dieses Guiding. So, den kleinen untermaßigen Aal. Mein allerersten. Ganz schnell mal zurück ins Wasser. Weg ist er. Ey, Mission erfüllt. Boom. Geil, Mann. Glückwunsch. Richtig geil. Danke für das Guiding hier. Zum ersten Aal verholfen. Ich bin happy. Und zum PB verholfen. Und zum PB. Was hat der? Was schätzt du? 34, sag ich. 12. Yes, Leute, richtig geil, Mann. Allererster Aal für mich. Noch nie ein Aal zuvor gefangen. Es hat endlich noch geklappt. Es ist jetzt, wie spät ist es, Erik? 12:30? Ja. Boah, wir haben echt lang kämpfen müssen für den Fisch. Aber es war es absolut wert. Aal, schön von der Checklist weg. Geil. Mega. Ja, hängt. Boah, da ist er, der nächste Aal. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Yes. Okay. Nee, was ist das? Eine Monsterplötze. Alter. Ey, das ist die größte Plötze, die ich jemals gesehen habe. Das ist die größte Plötze. Was hat die, 35? Die ist riesig. So, Leute, 1 Uhr nachts. Die Session hier geht jetzt zum Ende. Vielen, vielen Dank für das Guiding zu meinem allerersten Aal. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Erik, geile Nummer, so wie immer. Erste Mal Ansitzangeln, erste Mal Ansitzangeln-Video auf meinem Kanal. Ja, es hat echt überraschend viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Geile Konstellation gewesen. Also Leute, schreibt gerne mal rein, wie es euch gefallen hat und dann sehen wir uns nächste Woche zum neuen Video. Unbedingt die anderen Jungs auschecken, habe ich alle in der Videobeschreibung verlinkt. Von daher sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.